Heute hat der Deutsche Bundestag das sogenannte Heizhammergesetz beschlossen. Es heißt Gebäudeenergiegesetz, aber ist quasi das Heizungsverbotsgesetz. Die Debatte war lebhaft, aber eben auch durch Halbwahrheiten und Lügen charakterisiert. Gleich am Anfang, die Vertreterin der SPD sagt, die Menschen im Lande wären jetzt also froh, dass sie Sicherheit hätten. Wie kann man froh sein über Sicherheit, dass Heizungen verboten werden? Völliger Nonsens. Aber man merkt, wie hier die Wahrheiten verdreht werden. Aber auch die FDP hat hier behauptet, dass es sich um eine marktwirtschaftliche Lösung handelt. Sie haben sich längst schon von der Marktwirtschaft verabschiedet, denn die Marktwirtschaft ermöglicht, die Planwirtschaft verbietet. Und genau das ist ja im Gesetz. Es wird verboten. Das heißt, die FDP ist also auch nur noch in Ansätzen ernst zu nehmen, im Grunde genommen aber überflüssig. Und dann Herr Habeck. Er hat sich gefreut, dass viele Subventionen ausgeschüttet werden. Aber das ist natürlich pervers. Er greift also mit Steuern in die Taschen der Bürger, entzieht ihnen die Finanzkraft, um sie dann eben für ein so unsinniges Gesetz dann nach Gutdünken wieder auszuschütten. Und liebe Freunde, das ist wirklich pervers. Wir zahlen Steuern für Dinge, die die Regierung verzapft. Und dann die CDU. Da hat also Herr Spahn behauptet, die CDU würde dieses Gesetz wieder abschaffen. Aber dabei ist gerade seine Parteifreundin von der Leyen auf EU-Ebene dabei, genau dieses Gesetz auf EU-Ebene neu zu formulieren, auch noch viel schärfer den EU-Staaten vorzulegen. Also wir haben es hier mit einer Heuchelei zu tun. Dieses Gesetz greift in Eigentums- und Freiheitsrechte der Bürger ein. Es werden also Geldausgaben erzwungen, die die Bürger gar nicht machen bräuchten. Hätten wir vernünftige Energiepreise, aber auch im jetzigen Zustand der hohen Energiepreise werden sich diese Kosten kaum amortisieren. Das heißt ganz klar Enteignung. Aber der andere Aspekt ist, dass die Freiheit auf der Strecke bleibt. Die Freiheit der Bürger, selbst zu entscheiden, wie sie heizen wollen. Und das ist ein negativer Meilenstein in der Geschichte der Bundesrepublik. Das ist eine der größten Sabotageakte der Regierung an den Bürgern und in der Geschichte der Bundesrepublik. Und das sucht seinesgleichen. Wir haben es heute mit einem negativen Meilenstein zu tun. Einzig die AfD wird diesen Raubzug beenden. Einzig die AfD wird dieses Gesetz abschaffen.